Leute, ich bin in Hankow und noch gar nicht ganz die Stadt erreicht. Finde ich hier schon das erste Museum, ne? Und überhaupt ziemlich viel Militär auf den Straßen hier unterwegs. Ja, und natürlich auch Militärmuseum und alles Mögliche. Und auch hier sehe ich wieder diese abgewandelten Hakenkreuze, die auch in Finnland beim Militär früher mal verwendet wurden. Die haben nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun, aber ja, die sind halt überall hier offen zu sehen und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, standesgemäß auch mitten im Wald hier die ganze Nummer. Es fühlt sich auch schon an wie auf dem Übungsplatz. Hier Stellungsgräben vor Hankow. Ja, hier so ein typischer Stellungsgraben mit Unterstand. Eine 45er Kaliber. Russisches Modell. Aua, aua. Soll das für ein Panzer sein? Ja, das ist ein T-26. Frag mich nur, wie das Hakenkreuz darauf kommt. Doch, da wurde verwendet. Ist auch hier zu sehen. Auf dem historischen Foto. Ja, dann haben die Finnen dieses Ding hier verwendet. Anscheinend. Das ist ja so spannend, ne? Ja. Und die schwedische K34 Bofors. Entmilitarisiert, würde ich sagen.